wie man eine Konstellation sicher macht, dass die eben anderen Satelliten aus dem Weg gehen und so weiter. Das ist eigentlich da im Hintergrund, wo in meinen Augen fast der größte Teil der Innovation ist. Das ist sozusagen alles Hintergrundtechnologie. Was zählt, ist eigentlich Hardware auf dem Startplatz und dann wird es eigentlich spannend. Was SpaceX sich in den Kopf setzt, wird passieren. Ja, und es wird vielleicht nicht auf dem geradlinigsten Weg passieren und auch nicht auf dem schnellsten Weg, aber es wird passieren. Ja, und das ist genauso, wie ich das eben sehe mit Starship und eben auch mit Mars. Ich wollte eigentlich zum Thema Starlink kommen. Und zwar, ich habe das Gefühl, also Raketen hat SpaceX definitiv schon revolutioniert. Starlink ist eigentlich auch schon jetzt revolutionär. Ich glaube, es sind über 2,5 Millionen Kunden, die es jetzt schon gibt. Ja. Und das werden immer mehr werden. Und mit den nächsten Kapazitäten, die das Starship dann hoffentlich bringt, wird Starlink auch nochmal ein ganz anderes Level erreichen. Tatsächlich habe ich aber auch das Gefühl, dass es auf einem anderen Bereich auch noch eine Revolution lostritt. Und zwar ist das wie Satelliten gebaut werden, weil ich sag mal, es gibt diese Erzählung, Raumfahrt ist so, ja, also das ist die Top-Technologie und so weiter. Und in den 60er, 70er Jahren hat das auch definitiv gestimmt. Aber man muss so sagen, wenn man sich so den Satellitenbau anschaut, so geostationäre Satelliten, die wurden eigentlich schon in den 90er Jahren so gebaut. Also klar, da sind ein bisschen Sensoren und so weiter dazugekommen. Aber eigentlich ist die Industrie insgesamt auf einem anderen Level als die Raumfahrtindustrie, würde ich jetzt mal so steil behaupten. Das stimmt. Das Starlink Also viele Satelliten sind einfach Boxes, ist ein Box, nicht? Und dann kommt man halt, was weiß ich, die Antennen kommen daran, die Solar kommt daran und dann gibt es bestimmte Sachen, wo die Wärme abgestrahlt wird und so weiter und so fort. Starlink ist ein bisschen ist anders, ist vor allen Dingen flach. Ja, es ist keine Box in dem Sinne. Und für mich machte das auch immer Sinn, weil du hast im Prinzip, wir hatten auch, glaube ich, beim letzten Mal darüber geredet, ist alles geht um Apertur, also Fläche. Solar fährt herein, ja, und das macht die Energie. Und dann eben am Radio ist Fläche aus, also die Antenne mehr oder weniger, ja. Und damit habe ich zwei Flächen. Und das ist im Prinzip alles, was der Hauptzweck ist. Ja, und der Rest, gut, der Satellit selber, ja. Ein Rädchen hier und ein Talker da, ja. Und einen kleinen Computer da, der irgendwie das Ganze regelt. Das wird im Prinzip so verteilt. Das Hauptteil des Satelliten ist die Nutzlast und Power, nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel ändern wird in den Satelliten, weil Satelliten sind oftmals auch sehr speziell, nicht? Ein Teleskop sieht aus wie ein Teleskop. Ja, es hängt wirklich davon ab, was es halt eben ist, nicht? Aber ich glaube, SpaceX hat das einfach nur sehr konsequent gemacht. Ja, also das muss einfach, was wichtig ist, ist Fläche, und damit machen wir halt noch was flach ist. Ja, ich glaube, andere werden das genauso machen. Das ist einfach das logische Design in meinen Augen. Ja. Und gut, da steckt auch ein Haufen dahinter, wie man eben eine Konstellation betreibt, wie man eine Konstellation sicher macht, dass die eben anderen Satelliten aus dem Weg gehen und so weiter. Das ist eigentlich da im Hintergrund, wo in meinen Augen fast der größte Teil der Innovation ist. Das ist sozusagen alles Hintergrundtechnologie. Vielleicht nochmal, der Start des Starship ist ja der Aufhänger. Und also ja, der wird viele, Ja. also Starship, wenn es mal funktionieren wird, dann wird das viele Starlink-Satelliten auch ins All bringen können und hoffentlich dann das Geschäftsmodell liefern, das im Prinzip auch diese Entwicklungskosten, also man muss ja auch sagen, das ist ja keine Peanuts, die da entwickelt wurden, sondern im Prinzip da ist eine riesengroße Raketenentwicklung mit Triebwerksentwicklung und so weiter gestemmt worden. Und das muss sich ja auch irgendwie erstmal refinanzieren, sage ich jetzt mal. Und Genau. man hat das Gefühl, dass es im Prinzip der Starlink das liefern soll. Hast du eine Prognose, dritter Start, was passieren wird oder wie weit es kommen wird? Der Start wird funktionieren. Ob er bis zum Ende funktionieren wird, weiß ich nicht. Ach nee. Also sagen wir mal so, ich habe schon die Erwartung, dass es funktioniert, ja. Und ich hätte schon die Erwartung, dass es in Orbit geht. Auf der anderen Seite, das ist vielleicht so eine 80-20-Sache, ja, oder 80%, wenn nicht zuversichtlich, 20% von mir nicht so, ja. Von daher, wenn es halt nicht ganz funktioniert, dann kann ich mir das vorstellen, und da gibt es nachher auch eine Erklärung. Dann wird die nächste Rakete noch schneller gebaut, ja. Aber im Prinzip denke ich mir, die haben relativ viel gelernt bei den anderen beiden Starts, um jetzt dabei zu sein, ready zu sein, nicht? Außerdem wünsche ich mir, dass es funktioniert. Und auch SpaceX halt, dass es funktioniert. Und auch generell der ganzen Raumfahrt, dass das funktioniert.
Ja, und die nächste Hardware steht ja auch schon bereit, beziehungsweise, ich glaube, neun Starts, die sind noch nicht genehmigt worden, dass man sie im Prinzip von Boca Chica machen kann, aber im Prinzip die Startkadenz soll relativ schnell hochgefahren werden. Und da muss man ja auch sagen, kann ja auch sein, dass jetzt bei diesem dritten Flug ein neues Problem entdeckt wurde, was vorher noch nie jemand gesehen hat. Und dann ist es für das Programm vielleicht gar nicht so schlecht, dass dieser Fehler jetzt gefunden wird Ja, und vielleicht irgendwie ein neues Verfahren und irgendwie. das war schon immer so. Das war auch mit Falcon 1. Bei Falcon 1 haben wir halt Sachen gemacht am Anfang, die waren einfach, ja, hätten wir lernen müssen, nicht? Also, oder hätten wir auch anders lernen können, sagen wir mal so, ja. Und dann wird es schwierig, weil dann fangen nämlich so Sachen an wie Produktion und halt, ja, Sachen bauen, die immer die gleiche Qualität haben und so, nicht? Das ist also, da sind noch ganz andere Faktoren dabei später, die wichtig sind, um eben eine zuverlässige Rakete zu bauen, als nur die Rakete das erste Mal in den Orbit zu schießen, ja. Und das wird der schwierige Teil sein, ja. Aber ja, wie gesagt, ich meine, SpaceX hat viel gelernt, auch viel verbessert, und von daher denke ich mir immer, das sieht doch relativ, ja, relativ optimistisch. Ich hatte dich letztes Mal gefragt, von wegen, was du dir für die Raumfahrt wünschst, und du hast eine ganze Menge aufgezählt. Aber eine Sache, die hängen geblieben ist bei mir und an die ich immer wieder denken muss, ist, dass du gesagt hast, du wünschst dir, dass mal was aus Deutschland kommt, was dich, wo du dir sagst, wegen, oh Mensch, das ist aber krass. Und das ist natürlich so ein bisschen despektierlich, aber gibt es Dinge vielleicht in Deutschland oder in der deutschen Kultur, wo du sagst, wegen, naja, gut, jetzt aus deiner Sicht aus den USA heraus, unterschätzen die Deutschen das? Also, wo du sagen würdest, okay, das ist eigentlich eine gute Basis, um vielleicht in der Raumfahrt eine wichtige Rolle zu spielen, oder das sind Fähigkeiten, die, oder eine Mentalität, die es vielleicht so in den USA oder nicht gibt. Gut, ich meine, die deutsche Raumfahrtszene ist schon im Aufbruch, würde ich durchaus sagen, ja. Und da sind auch durchaus neue Firmen dabei. Von daher, das finde ich eigentlich alle relativ positiv. Wir haben immer noch nicht ganz verstanden, ob man eigentlich eine Rakete braucht, um was in Orbit zu schaffen. Aber da gibt es eben auch Entwicklung, ja. Und da gibt es auch in Deutschland zwei, drei kleine Firmen, die daran hart arbeiten und die versuchen, das Problem zu lösen. Also von daher, das ist durchaus auch Grund für Optimismus. Das ist nicht sehr Mainstream im Prinzip. Mainstream, die ganzen Agenturen machen ein bisschen Business wie bisher. Und da weiß ich auch nicht genau, wie das ausgehen soll. Das ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, das ist denen auch nicht ganz klar. Aber letztendlich halt, wie gesagt, die neuen Firmen haben schon, geben schon ein bisschen Hoffnung, ja. Ich glaube allerdings, von dem letzten Gespräch bis zu diesem Gespräch ist nicht so richtig viel passiert, nicht? Gut, Raketenentwicklung ging weiter und Startplätze wurden gesucht und Wettbewerbe wurden gewonnen. Aber was zählt, ist eigentlich Hardware auf dem Startplatz, und dann ja, dann wird es eigentlich spannend. Eine Sache, die du auch im letzten Gespräch, und ich dachte vorher immer, das ist so ein bisschen eigentlich nur so eine, oder ja, ist es eine Erzählung von wegen, ja, Elon wollte immer zum Mars, und dann hast du das aber gesagt, und dann war mir klar, nee, das war anscheinend Ja, der wirklich wollte zum immer Mars, der ja. Der Plan. will zum Mars. Der wollte nicht zum Mars, der will zum Mars. Ja. Und dass er das aber halt auch schon wirklich bei der Gründung und Anfang der 2000er und dieses Unternehmen, es soll zum Mars gehen. Und da ist für mich jetzt so die Frage, wann warst du überzeugt, dass SpaceX das schaffen kann, und wann siehst du das? Ah, ich glaube, das muss irgendwie ziemlich schleichend passiert sein, um ganz ehrlich zu sein. Ich würde mal sagen, vielleicht mit dem Andocken von Dragon an der ISS oder sowas. Ja, das ist eine andere Liga, nicht? Da ist man dann, spielt man so ein bisschen in der Oberliga, dann denkt man, okay, das könnte man eigentlich schaffen, nicht? Und da könnte das passiert sein, oder zumindest hätte ich damit einen guten Grund gehabt. Genau genommen weiß ich das eigentlich nicht. Ja. Aber ich wusste, zumindest da war klar, dass was SpaceX sich in den Kopf setzt, wird passieren. Ja. Und es wird vielleicht nicht auf dem geradlinigsten Weg passieren und auch nicht auf dem schnellsten Weg, aber es wird passieren. Ja. Und das ist genauso, wie ich das eben sehe mit Starship, und eben auch mit Mars. Sicherlich sind da Schwierigkeiten und sicherlich muss man mal gucken, wie man am Strand schweißt, aber das ist nichts, was unmöglich ist, und damit wird es passieren. Ja. Und das wird eben auch wieder unterschätzt, wird überall unterschätzt. Aber um ganz ehrlich zu sein, unterschätzt zu werden, ist nicht schlimm. Das finde ich ist tatsächlich besser, als wenn man überschätzt wird.
Und also ich finde es halt abgefahren, was jetzt für Möglichkeiten sind. Und ich muss sagen, ich habe in den 2000ern irgendwo die Raumfahrt so ein bisschen verloren und fand das so ein bisschen auch langweilig, muss ich so ein bisschen gestehen, auf jemand, der total Raumfahrt spannend fand in den 90er Jahren. Und jetzt spürt man diese Energie und diese Projekte und diese Sachen, hey, das ist jetzt zum Greifen nah. Und hey, wenn wir dann die Logistik geklärt haben, in den Leo verlässlich wiederverwendbar, alles andere ist dann Kür, sage ich jetzt mal, aber im Prinzip, das ist das Grundproblem. Und wenn wir das günstig, verlässlich, schnell hinkriegen, dann gibt es danach die technologische Explosion, was Raumfahrt angeht. Und das ist unheimlich motivierend. Es macht so Spaß, da gerade irgendwie mit zu fiebern und das mitzubekommen. Und ich glaube, das hat ganz viele Leute auch im deutschen Sprachraum in das Thema Raumfahrt wieder reingetrieben. Ich glaube, wir haben noch viel Arbeit, um das praktisch auch in die Breite zu drücken. Es ist immer noch ein sehr nischiges Thema. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Riesenthema noch wird. Es ist jetzt schon groß, aber es wird noch viel größer. Ja gut, es sind wird im Prinzip drei, ich gucke da immer so drei Pfeiler. Das ist die Wissenschaft im Prinzip und was sie halt machen kann wissenschaftlich. Das wird auf jeden Fall, ja, das wird einen Schritt machen, ja. Dann ist halt die Anwendung für den Menschen für den Menschen auf dem Boden oder auf der Erde, ja. Da gibt es eigentlich auch nur Kommunikation und da ist Basics eigentlich auch schon dran, ja. Wie viel Platz da noch ist, für weitere Konstellationen, vielleicht eine noch mehr, vielleicht zwei. Das ist alles ein bisschen schwierig, nicht? Aber da ist eben auch die Anzahl der Bewerber sozusagen beschränkt. Und dann gibt es die dritte Version, die ist einfach Reisen. Ja, und das heißt im Prinzip selber dahin fliegen, Weltraumtourismus in dem Sinne. Ja, und das ist schon eine Sache, die gibt es zwar in Science Fiction immer, aber so direkt sehen wir das momentan noch nicht. Und das wird sich eben in meinen Augen auch ändern, ja. Es wird möglich sein, zum Mars zu reisen. Es wird möglich sein, zum Mond zu reisen. Es wird möglich sein, einfach nur in der Space Station von Vast abzuhängen. Literally. Und das ist schon, ja, das ist schon im Prinzip Science Fiction, ja. Und das war auch mit dem Treiber. Science Fiction war immer ein Treiber für so Sachen, nicht? Und das ist ja die gute Science Fiction, wo praktisch die Fiktion weg wird und das zur Science Ja, wird. Und ich muss sagen, genau. ich war immer sauer auf diese Nörgler, die im Prinzip in den letzten 20, 30 Jahren immer gesagt haben, nee, das haben wir uns da in den 60ern auch schon vorgestellt, Städte auf dem Mond und Mars und das kommt eh nicht. Und so, wo ich jetzt gesagt habe, das wird Das jetzt kommen. ist das, was einfach fehlte, war, das ist einfach ein Kostenproblem. Ja, man kann das wohl machen, aber man muss das einfach auch zu vernünftigen Kosten machen. Und dann passiert das. Und das ist das fundamentale Problem der Raumfahrt in meinen Augen, dass die Kosten, also Kosten und Schwerkraft, ist nicht meine fundamentalen Probleme. Und die muss man halt beide lösen, nicht nur die Schwerkraft. Und zu einem großen Teil durch die teilweise Wiederverwendung wurde das schon gelöst und Genau. hoffen wir auf die vollständige Wiederverwendung, dass das auch gelöst wird. Ich als Außenstehender, das muss ich auch immer dazu sagen, ich stehe ja nicht in den Projekten ansatzweise so tief drin wie du, bin ich allein aus den Erfolgen, die SpaceX jetzt schon vorzuweisen hat und wo die Raumfahrt jetzt im Prinzip dadurch steht, sehr davon überzeugt, dass das, was sich SpaceX da vorgenommen hat, dass es das früher oder später gelöst kriegt und ja, Hans, vielen, vielen Dank, dass du da mitgearbeitet hast und dass du diese Entwicklung praktisch vorangetrieben hast und dass es uns Nerds praktisch die Chance gibt, dass wir jetzt wieder an die Science-Fiction-Zukunft glauben dürfen. Gern geschehen. ich wünsche dir einen schönen Start. Das wirst du wahrscheinlich auch verfolgen, gehe ich davon aus. Ich bin jedenfalls nicht da. Ich werde es mir auf dem Video anschauen und wer weiß, wann es passiert. Also das sind immer so Sachen, die da ist der, man macht halt einen Versuch und wenn es halt eben nicht klappt oder wenn was nicht stimmt, dann machen wir es am nächsten Tag und so weiter und so fort. Da muss man es einfach sehen. Nicht? Hans, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dass wir dich auch nochmal begrüßen können dürfen. Vielen, vielen Dank, dass du die ganzen vielen Fragen beantwortet hast und ja, dir ganz viel Freude mit der Zukunft der Raumfahrt und überschön segreich bleibe, Hans. Alles klar. Danke.